Sie sind die neue Avantgarde der Autowelt und revolutionieren die Autobranche. So titelte unlängst Spiegel Online über die Automobilzulieferindustrie. 65% aller Bestandteile eines Autos werden heute von Zulieferern produziert. In den nächsten Jahren werden das bis zu 80% sein. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ABB Aktuell in 90 Sekunden. Mein Name ist Kerstin Bohlig. Die Automobilzulieferindustrie im Aufwind. Aber was wäre die Industrie ohne qualifizierte Fachkräfte? Wir sind heute zu Gast bei ZAL in Ludwigsfelde und ZAL steht hier für Aus- und Weiterbildung auf höchstem Niveau. Das Zentrum Aus- und Weiterbildung Ludwigsfelde GmbH besteht jetzt 10 Jahre. Angeboten werden hier Bildung, Arbeitsvermittlung und Innovation in über 20 Fachrichtungen. Zum Beispiel Zerspanung, CNC-Technik, Schweißen, Elektronik, Logistik, Büro und vieles mehr. Heute zählt diese private Bildungseinrichtung zu den größten in der Wirtschaftsregion Berlin-Brandenburg. Über 130 erfahrene, kompetente Trainer und Mitarbeiter und viele Honorarkräfte qualifizieren derzeit rund 1500 Teilnehmer in modernen Werkstätten und Schulungseinrichtungen. Aber auf diesen Erfolgen ruht man sich beim ZAL nicht aus. In den nächsten 10 Jahren sehen wir uns überall, wo die Wirtschaft expandiert, in Brandenburg, in Berlin, in Nordrhein-Westfalen und sehen uns immer an Schwerpunkten wie Flughafen Schönefeld, wie Ludwigsfelde, jetzt mit der neuen Entscheidung, dass in Ludwigsfelde wieder für 177 Millionen investiert wird und 500 Arbeitsplätze geschaffen werden. Und wir sehen uns dann eben auch in Zentren wie in Potsdam oder in Luckenwalde, einfach wo wir Arbeitslose in Arbeit bringen und wo wir Firmen unterstützen können, dass sie durch gute Qualifizierung gute Aufträge erhalten und langfristig am Markt bestehen. Für die erfolgreiche Zusammenarbeit der letzten 10 Jahre bedankte sich ZAL mit einem großen Sommerfest bei seinen Partnern und Mitarbeitern. Anlässlich des Geburtstages kamen viele Gäste aus Sport, Kultur und Politik, um zu gratulieren. Für uns sind Netzwerke für die ganze Region förmlich essentiell. Wir haben keine Riesenkonzerne hier mit Zehntausenden Mitarbeitern, sondern sehr viele, aber hochspezialisierte, hochqualifizierte kleine und mittelständische Betriebe. Um sich aber am Markt wirklich durchsetzen zu können, sich präsentieren zu können, brauchen wir Verbindungen untereinander, brauchen wir genau diese Netzwerke. Ich bin übrigens der festen Überzeugung, dass in den nächsten 10, 20 Jahren Netzwerkbildung das Zauberwort sein wird, wenn man innovative Produkte haben will, wenn man flexibel auf den Markt reagieren will. Und da sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg mittlerweile. Man kann einige Parallelen zwischen dem Familienunternehmen ZAL und dem Netzwerk ABB ziehen. Beide bündeln ihre Kräfte, um gemeinsam Ziele zu erreichen. Damit Sie Ihr Ziel erreichen, wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg und ich würde mich freuen, wenn Sie bei der nächsten Ausgabe ABB Aktuell in 90 Sekunden auch wieder mit dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut.